Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Staffel Ark Survival Evolved. Ja, zurück auf der Insel. Und ich habe mir gedacht, ich fange einfach nochmal neu an. Ich hatte mir überlegt, ob ich die alte Staffel, die ich ja nie richtig fertig gespielt habe, ob ich die tatsächlich weiterspielen soll oder ob ich nochmal ganz von vorne anfange. Und der Anfang ist ja immer so schön. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, ich fange nochmal neu an. Ich habe mir jetzt mittlerweile auch die Steam-Version geholt. Nicht mehr die aus dem Epic Store und ich habe auch die S Plus Mod, glaube ich, aktiviert. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt hier keinen Unterschied. Ich werde es am Ende sehen. Ich glaube, man kann damit Strukturen wieder aufnehmen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ich habe mir gedacht, wir fangen einfach nochmal neu an. So, wollen wir jetzt mal was bauen, ne? Ich glaube... Was fehlt uns noch? Stroh, Holz, alles klar. So, muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Machen wir das. So, das sollte das eigentlich gehen, oder? Das sollte ja eigentlich gereicht haben. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh, was ist das? Hier stehen ganz viele. Guck mal, das sieht schon ein bisschen so ein bisschen aus nach der Mod. Bauplan-Notiz. Also es ist schon eine leichte Veränderung. Könnte natürlich irgendwie sein. Liste zu zähmen der Tiere. Tame Groups, okay. Tribe Manager, alles klar. Was ist das hier? Explorer Notes. Ja, lass uns einfach mal überraschen. Achso, ich könnte ja einen Stufenanstieg auch gleich mal machen. Ich sag mal Gewicht. Gewicht, Gewicht, Gewicht. So, was ich haben möchte, ist natürlich die Steinaxt. Und das Lagerfeuer nehme ich auch gleich. Habe ich noch Punkte? Ja. Fange ich schon mal? Nee, da kann ich noch nicht. Dann warten wir jetzt noch einfach mal ab. Und bauen einfach mal ein bisschen was, wenn wir das dann schon bauen können. So, was fehlt uns überhaupt noch? Wahrscheinlich fehlt uns irgendwie Holz und Feuerstein. Oh, Dodos sind hier auch. Und so schöne bunte. Das nichts ist. Ich bin mal gespannt. Also ich habe das feste Ziel jetzt tatsächlich. So, jetzt haben wir eigentlich genug Feuerstein gesammelt. tatsächlich hier, ups, ich kann noch mal ein paar Beeren und sowas mitnehmen, tatsächlich jetzt mal durchzuspielen, wird jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Plan, wie regelmäßig da Folgen kommen, da wird sich ja auch mal was dazwischen sein, das heißt, dass ich mal so ein bisschen spiele und dann vielleicht nur die interessanten Sachen aufnehme, ah, ich weiß noch nicht, mal gucken, wird sich irgendwie zurechtlaufen. So, bin langsam schon ein bisschen voll, oder? Oder was ist hier los? So, machen wir noch ein bisschen Holz, glaube ich. Oder ein bisschen Stroh. Brauchen wir eh. So, überladen bin ich jetzt auch schon. Ja, da müssen wir ein bisschen was loswerden. Das hilft ja alles nichts. Da können wir eigentlich schon mal ein bisschen was bauen. Also Stufenanstieg haben wir ja auch. Ich mache auch wieder definitiv auf Gewicht. Ich werde natürlich die gleichen Fehler wieder machen. Wenn es denn überhaupt Fehler sind. Und eine Tür hätte ich gerne noch. Habe ich noch was? Ja. Kiste kann ich auch. Brauche ich noch irgendwas? Ganz dringend. Dann könnte ich vielleicht... Ne, das reicht aber nicht mehr. Lassen wir das. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir auch gleich mal ein bisschen. So, ich müsste doch jetzt hier auch schon die Axt machen können. So, und wir können doch jetzt auch schon mal so ein paar Fundamente bauen. Ich weiß nicht, ob ich die Beschriftung da jetzt so gut finde. Mal gucken, ob uns das schon so reicht. So, ist aber gut, wenn wir hier ein paar Dodos haben. Das heißt, wir haben hier auch gleich Fleisch und Leder in der Nähe. Und ich denke mal, ich baue jetzt hier vorne auch. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Also das ist zumindest nicht der gleiche Platz, wo wir beim letzten Mal gestartet sind. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wo ich hier bin. Aber das werden wir ja wahrscheinlich früher oder später rausfinden. So, was können wir denn noch bauen? Steinaxt habe ich ja. Ich kann auch einen Doppelklick machen. So, Fundament. 5 Stück habe ich jetzt. Mehr kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Nee, was fehlt uns? Holz fehlt uns. Okay, das werden wir uns aber auch gleich besorgen. Ah, guck mal hier durch die Q-Taste. Da war der Fehler. So, schön am Wasser. Das ist doch eigentlich ein guter Platz hier, oder? Vielleicht sollte ich das hier gleich nochmal... Bin immer noch überladen.
Oh, der ist auch gleich vorbei. Nee, dann machen wir erstmal hier. Fangen erstmal hier an. Guck mal, Haie gibt es hier auch schon. Dass man nichts ist. So, was machen wir? Machen wir gleich mal ein bisschen größer? Ich weiß ihn noch nicht. Ach ja, jetzt fehlt mir. Ganz klar. Also Holz. Warte mal, nehmen wir doch die Axt. Kriegen wir ein bisschen mehr Holz raus. Und nicht ganz so viel Stroh. Mitnahme für 11 Sekunden erlaubt. Ich dachte immer, man kann das mitnehmen mit der S-Plus-Mod. Ich dachte, das wäre der Vorteil. Schauen wir das mal an. E halten für Option. Abreißen. Wechseln zu. Wechseln zu. Nee, geht aber auch nicht. Da muss ich auch nochmal gucken, wie das mit der S-Mod. Ups, funktioniert. Weil eigentlich dachte ich, das wäre ihr Plan gewesen. Aber scheint nicht so. Mal kurz umgeguckt, ne? Nicht, dass da was kommt. Sonst muss ich das doch wieder in der INI abändern. Dass man länger mitnehmen kann. So, höre ich damit erstmal auf oder bauen wir gleich ein bisschen größer? Also eigentlich können wir es gleich ein bisschen schöner einrichten, oder? Finde ich. Weil wenn wir denn schon dabei sind. Ja, finde ich. So, machen wir aber hier mal. Wie viel brauchen wir dann noch? Mindestens zwei. Vor Einbruch der Dunkelheit natürlich. Bisschen. Ne, Hunger geht noch. Guck mal, schon wieder überladen. Es geht auch zu schnell. Ich muss mir ja auch schnellstmöglich irgendwie Kisten bauen. Bauen wir da. Und. Ne. War schon richtig. Und da. Ich würde mal sagen, das ist okay. Es wirkt einfach ein bisschen schöner, wenn das nicht so geradlinig gebaut ist, finde ich. Deswegen machen wir das auch so. Und dann bauen wir uns mal ein paar Wände. Sechs Stück komme ich damit aus. Und wir machen wieder Gewicht. Und Kiste kann ich ja schon. Dann machen wir als nächstes die Steinschleuder. So, da sind wir eigentlich bereit und können wir uns vielleicht schon mal gucken, dass wir uns irgendwie ein bisschen Unterstützung besorgen. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo ich hier bin, ne? Aber es ist wieder traumhaft schön. Es ist schön, wieder zurück auf der Insel zu sein. Gucken wir einfach mal, was so schön ist hier. Reißen dieses Mal. So, was machen wir? Die setzen wir da rein. Na, komm. Schon wieder verfügbar. Ach ja, bauen bringt natürlich unheimlich was. Tatsächlich mache ich nochmal Gewicht. So, was können wir denn hier schon bauen, was wir denn dringend brauchen? Also dringend brauchen wir eigentlich noch nichts, oder? So, ich glaube auch nicht, dass ich hier gleich mit anfange, obwohl es wäre schön, ne? Also es wäre schon ein bisschen schicker, aber ich glaube, wir fangen erstmal mit einer ganz einfachen Butze an. So, Lederschlafsack wäre natürlich eine Überlegung. Wir könnten uns jetzt auch schon mal Hose und sowas besorgen. Einfaches Bett. Fahne. So, aber das ist natürlich das, was mich interessiert. Ja, wir lassen das erstmal. Ich gucke erstmal, was wir nachher brauchen. Bauen wir erstmal. Bauen wir erstmal, bauen wir erstmal. Na? Glenn? Ich habe noch gar keinen Plan, wo ich die Tür eigentlich hinmachen wollte. Naja, macht ja nichts. Ja, die machen wir hier vorne hin, oder? Können wir da so hoch? Oder ist das zu hoch? Nee, es geht. Gut, dann machen wir das. Dann mache ich das auch so. Ah, guter Plan, guter Plan. Bin mal gespannt, ob ich diesmal wieder genauso viel Schiss habe vor den Viechern. Ich meine, die weiß ja schon, was mich so fressen kann, alles. Gibt ja diverse Möglichkeiten jetzt. Aber man ist ja doch nicht mehr ganz so unbedarft, ne? Also man geht ja doch nicht mehr ganz so unwissend ran. Ich bin mal gespannt. So, will ich da die Tür hinmachen? Doch, finde ich eigentlich irgendwie gut. Ah, ich brauche noch. Mal gucken, haben wir noch genug? Läuft aber auch bis jetzt nichts Übles hier in der Nähe rum, so wie das aussieht. So, oder? Ich meine, ich finde, das sieht schon ein bisschen idyllisch aus. So, für so ein Haus am Strand ist das schon mal ganz schick.
Was ist denn da eigentlich? Delfin oder was Bösartiges? Ah, ich weiß nicht, sollte ich das wirklich ausprobieren? Oder herausfinden wollen? Nee, ist ein bisschen blöd, ne? Ein bisschen. Ja, es wirkt ein bisschen doof dann. So, was wollen wir noch? Also wir brauchen jetzt auf alle Fälle noch so ein Ding und ich hätte natürlich auch gerne eine Tür. Truhen, dafür brauchen wir dann Holz. Holz habe ich nicht mehr. Und das besorgen wir uns dann gleich. Den machen wir mal dahin. Schwupp. Und den setze ich einfach mal dahin. Nee, gar nicht wahr? Das wollte ich nicht. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ja, geht so hoch auch. Sehr gut. So, die drei. So, trautes Heim. Glück allein. Nee, das sind doch die Netten, oder? Ich glaube, das sind die Netten. Und da hinten ist ein... Viel mehr. Ich könnte ja mal gucken. Ich weiß natürlich nicht, was der fressen will. Vielleicht kriegen wir den so gezüchtet. Aber das sieht eigentlich aus, als wäre das netter. Ja, das sind doch die Guten. Die Delfinartigen. Neugierigen. Die einen nicht fressen wollen. Oder? So. Lege Nahrung in den zum Zähmen. Wollen wir doch mal gucken. Was haben wir denn hier? Wir haben ja ein bisschen was. So, die Miobären mögen sie ja eigentlich alle gerne. So. Was soll ich nur E oder 0? Ne, 0 glaube ich, ne? So, schauen wir doch mal. Ich weiß gar nicht mehr, was man mit dem macht. Macht man über dem mit irgendwas? Nee. Na, komm. Komm, sei brav. Level 21. So, da hinten ist aber auch noch irgendwas anderes, ne? Ich meine, das muss ja jetzt nicht nett sein. Und wenn das so kreist. So, wo ist er? Hast du schon wieder Hunger? Nee, noch nicht. Warum habe ich mir denn nicht den bunten geholt? So. Wir nehmen den mal Markus, ja? Markus. Annehmen. So. Das erste Haus hier haben wir. Gut, ob wir das jetzt... aber egal. Ob das jetzt ein guter Plan war. Ich weiß auch nicht. So, komm mal mit. Komm, sei lieb. Komm, komm. So, ich hoffe mal, du wirst jetzt nicht von den Haien gefressen. Das wäre nicht so schön. So, sieht ja auch noch ganz friedlich aus hier. Guck mal, das ist ein Barsch, oder? Oder sowas ähnliches. Der Urzeitbarsch. So, Markus kann schwimmen. Gleich so weg ist er. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. So, also wir brauchen noch ein bisschen Holz auf alle Fälle. So, nachher brauchen wir auch ein bisschen Leder. Das tut mir dann echt leid für den Dodo da. So, ich bin überladen. Genau deswegen. Natürlich. So, ich glaube, ich werde jetzt einfach vielleicht mal ein bisschen was essen. Nehmen wir mal die gelben. Mal ein bisschen was können wir ja schon vertragen. Außerdem wiegt das Zeug natürlich auch. So, ich habe auch viel zu viele von den... Von dem Zeug habe ich viel zu viel, oder? Bin immer noch überladen. Jetzt habe ich auch den Bauch voll. Also ist natürlich ganz klar. So, dann wollen wir das mal teilen. Und ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal halbieren. Und dann lassen wir das einfach mal fallen. Was war das? Oh, glaube ich, ne? Oder? Ja. Lassen wir jetzt einfach mal fallen. Und dann dürfte das immer noch nicht gehen. Naja gut, ich kann mir natürlich nachher auch neue Feuerstein machen. Oder habe ich einfach zu viel Holz? Komm, dann lassen wir das auch noch fallen. So, jetzt sieht es aber ein bisschen besser aus. Jetzt können wir zumindest wieder laufen. So, dann werde ich mir nämlich jetzt einfach mal ein paar Kisten bauen als erstes.
Wo machen wir die hin? Lagerfeuer machen wir da vorne, Kisten machen wir hier. Da machen wir nachher den. Oder machen wir die Kisten da und den Schlafbereich? Ja, doch, das ist gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Die nehmen wir mal raus. Herstellung. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, geht nicht mehr. Na, mach nix. Da tun wir den erstmal ein bisschen Gelump rein. Dann brauchen wir natürlich demnächst bald ganz schnell ein Bett. Das heißt, ich muss sowieso ohnehin den Schlafsack erstmal lernen. Mal gucken, geht doch bestimmt. Schlafsack brauchen wir dann erstmal. Was kann ich jetzt schon mehr? Einfaches Bett kann ich nämlich auch schon. So, das brauchen wir dann definitiv auch. Standfackel finde ich ja immer gut. So, machen wir erstmal die Kisten. Brauchen wir mal ein paar Kisten auf. Ich weiß auch gar nicht. Ich wollte eigentlich so ein bisschen, so der Plan war so ein bisschen hier so um die Ecke. Freue mich auch ein bisschen schon aufs Floß, wenn ich ehrlich bin. Ja, die erste bösartige Begegnung wird schon irgendwann kommen, ne? Ja, ist nicht so ganz ausgerechnet, nicht ganz perfekt, aber das macht jetzt nichts. So, und das mit dem, dass ich den Kram wieder mitnehmen kann, das muss ich mir nochmal angucken. Ich dachte eigentlich, das ginge irgendwie. Ich dachte, das wäre tatsächlich das Besondere. So, gut, diesen ganzen Kram da, den ich vielleicht nicht brauche, den legen wir einfach mal rein. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Übertragen ist T. Kann ich nicht übertragen? Ach, das Ding kann ich nicht übertragen. Kann ich das übertragen? Ja, das kann ich übertragen. Das kann ich übertragen. Das kann ich auch mal übertragen. Das kann ich auch mal. Das sind alles so optische Sachen. Die wiegen ja leider nichts. Wenn ausgerüstet, enthält der Schieber XP. Und steigt so im Level. Außerdem kann der maximal angehoben werden. Der ist ja irgendwie neu. Ausrüsten erfolgt vor der Genesis. Also haben wir das eigentlich nicht unbedingt. So, das kann dann auch mal da rein. So, wie sieht es denn weiter aus? Das kann ich scheinbar nicht nirgendwo reinlegen. Naja, macht nichts. Dann muss es eben so sein. So, da haben wir dann einfach mal so einen kosmetischen Kram drin. Und dann würde ich mal sagen, können wir doch hier. Was machen wir da mal rein? Ja, ich weiß nicht, da können wir also was eben reinlegen. Ne? Ich meine, das sind so Dinge, die brauchen wir jetzt ja noch nicht unbedingt. Obwohl die nachher alle sowieso irgendwann weg sind. Ne, komm, da lassen wir das Metall, machen wir da rein. Und Feuerstein machen wir da rein. Genau. Die behalte ich jetzt noch. Das können wir ja eigentlich nochmal zusammenfassen. Gut, jetzt sieht es eigentlich mit dem Gewicht wahrscheinlich auch schon wieder ganz gut aus, oder? Stufenanstieg haben wir auch schon wieder. Machen wir wieder Gewicht. Und ich weiß nicht, da kann ich jetzt, glaube ich, schon die Steinschleudern. Ne, die kann ich noch nicht. Kompass, Holzknüppel, auch ganz brauchbar. Ich weiß aber nicht, was das kostet. Das ist mir jetzt irgendwie wichtiger. Das warte ich jetzt erstmal ab. Und dann gehen wir mal weiter. Wo ist Markus? Markus ist da. So, lieber Dodo, es tut mir wirklich leid, ja. Aber habe ich Knüppel schon gelernt? Nee. Oder? Kann ich Knüppel? Nee, Knüppel kann ich noch nicht. So, voll eins übergezogen. Oh, der ist so schön. So, Leder haben wir auch. Das heißt, wir können uns jetzt auch ein Bett bauen. Du kommst ein bisschen zu spät, würde ich mal sagen, oder? Wie sieht es damit aus? Das ist eine. Nein. Ach Quatsch. Ich, sie. Alles klar. Ich hatte gedacht, das ist eine sie. Nein, ist es ja gar nicht. So, was machen wir denn da? Ich würde mal sagen, hier ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit wäre gar nicht so schlecht. So, und dann müssen wir uns natürlich nachher auch noch ein Dach bauen. Was ist das? Ungelernte, bla 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 bla. Ja, muss ich mal gucken, das mit der S-Mod. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre der große Vorteil der S-Mod, dass ich die Sachen wieder einpacken kann. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich die überhaupt haben wollte. Aber nee. So, kann ich jetzt ein Bett bauen? Was fehlt mir dafür? Holz, Leder, Stroh. Ah, oh, braucht ganz schön viel Leder dafür. Alles klar. Ja, muss da noch ein Dodo für. Oder ich müsste Markus erledigen.
Will ich eigentlich nicht so gern, wenn das nicht sein muss. Also schnappen wir uns mal den nächsten Dodo. Ich glaube, mit einer Schildkröte legen wir uns noch nicht an. Das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Mal gucken, ob hier noch irgendwo mehr ist. Ach so, ja. Kuh. Sind hier noch irgendwo Dodos? Ganz schön diesig. Ganz unschöne Wetterlage. Da hinten ist noch ein Dodo. Aber auch in der Nähe, ne? Ich weiß nicht, normalerweise wird der ja, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß, Level 2, Level 18. Ich versuch's einfach mal. Es tut mir auch leid, ehrlich. Aber am Anfang. So, ich brauche ein bisschen mehr Leder. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist das mit der Axt, kriege ich mehr Leder, oder? Ja. So. Hallo Markus. Markus, du kommst wie immer zu spät. An deiner Geschwindigkeit müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Oder aber vielleicht an deiner Nähe zu mir. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ernteeinstellungen, Optionen. So, ne, kastrieren wollte ich dich nicht. Übertragungsreichweite anzeigen. Entlassen wollte ich dich auch nicht. Verhalten. Ne, das ist auch okay. Doch, da war das. So, mittel, ich sag jetzt mal niedrig, ja. So, den kriege ich ja noch nicht. Reicht das jetzt für ein Bett? Habe ich genug Leder? 40 brauche ich. Ich habe genug. Kann ich wieder zurück. So, ich brauche noch ein bisschen Holz. Ich glaube, ein paar Fasern werde ich wahrscheinlich auch noch brauchen. Rate ich jetzt einfach mal. So, hier sind noch zwei Dodos. So, also wenn es nicht sein muss, lasse ich die in Ruhe. So, Fleisch haben wir jetzt eigentlich genug für den Anfang. So, Stroh habe ich jetzt ein bisschen. Und Holz habe ich auch. Ein Dach muss ich mir auch noch bauen. Und mal wieder bin ich überladen. Komm mal her, Markus. Markus. Markus, komm hier. Bei Fuß. Ich hatte ja tatsächlich gehofft, ich könnte ihm ein bisschen was ins Inventar legen. Aber nein, es geht nicht. So, wollen wir mal gucken. So, Markus. So, komm mal her. Markus. Markus kann ja auch ein bisschen was tragen. Ich muss ja nun nicht alles alleine tragen. Obwohl, so viel tragen kann er auch nicht. Aber ich denke mal, dass du das schon schaffst, ja. Und ich würde mal sagen, dass wir hier, dass du auch ein bisschen Beeren kriegst. Nicht, dass du mir noch verhungerst. Und jetzt sieht es ja bei dem eigentlich ganz gut aus. So, und ich kann das wieder nehmen. So, Markus, dann komm. Neuer Level verfügbar. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich auch die Bola. Guck mal, ging fix, oder? Bis jetzt. So, gut, Markus ist ein bisschen gehandicapt jetzt. Was ja nicht so schlimm ist. So, dann bauen wir uns das Bett hier so in die Ecke, oder? Da können wir Kochstelle und sowas können wir da vorne machen. Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. So, also man sieht, ich habe echt immer Probleme mit dem Gewicht. Also das ist nicht so gut. So können wir uns die Steinschleuder, die Bola. Ah, die Bola, ich wollte die Steinschleuder. Ne, die habe ich ja schon. Ah, gut, die Bola ist aber auch gut. Die Bola ist auch sehr gut. Dann können wir uns vielleicht schon ein Fiumier, aber dann brauche ich noch einen Holzknüppel. So, 8 haben wir noch. Fernrohr mag ich ja. Was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir aber Kristall. Das habe ich ja noch nicht. So, das kann ich noch nicht. Trainingspuppe brauche ich auch nicht. Ist da noch irgendwas? Mörser und Stößel ist eigentlich ganz interessant. Holzschilder mag ich ja auch. So, aber dann können wir uns. Weiß ich nicht, Wasserschlauch? Und vielleicht schon mal eine Mütze? Nee, es geht noch nicht. Gut, aber ich muss ja hier jetzt auf alle Fälle das Bett mal irgendwie platzieren. So, obwohl ich natürlich auch jetzt definitiv ja einmal hier spawnen würde.
Doch, das finde ich da eigentlich ganz toll. So, jetzt brauchen wir noch ein Lagerfeuer. Unbedingt, Herstellung. Da fehlt mir jetzt tatsächlich Feuerstein. Aber Feuerstein habe ich doch irgendwie vorhin hier reingelegt, oder? War mir so. Ist auch so. So, das müssten wir erreichen. So, und Markus hat ja ein bisschen Holz. Also von daher. So, ich kann doch auch. Mit E kann ich die auch direkt platzieren. Gut. So, da muss da noch ein bisschen Holz rein. Habe ich hier Holz reingelegt? Nee, vorsichtshalber nicht. Feuerstein kann wieder rein. Holz habe ich noch da. Ein bisschen Leder habe ich auch. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch schon mal die bauen. Und dafür brauche ich ja auch Leder. Aber auch gar nicht so viel. Also bauen wir uns einmal die. Und die bauen wir uns auch. Und den Knüppel bauen wir uns auch. So, und da könnte ich ja schon mal. Also ein Dach brauchen wir ein bisschen mehr. So, wo ist Markus? Markus! Markus! Komm! So, ist der Wachhund. Naja, es geht. So, können wir denn jetzt ein bisschen. Was können wir noch bauen? Können wir noch was bauen? Was fehlt mir? Wahrscheinlich fehlt mir Stroh, oder? Ja. Gut, aber ein bisschen Holz können wir dann auf alle Fälle schon mal da reinlegen. Und da können wir uns nämlich auch schon mal ein bisschen Fleisch braten. So, aber wir können da ruhig ein bisschen mehr. Komm, da kann ruhig alles rein. Und ich würde mal sagen. Also, wenn wir uns da 18 Fleisch machen, das reicht jetzt am Anfang, glaube ich, erstmal aus. So, mach mal. Und da können wir nämlich auch wieder. Gut laufen und dann können wir nämlich noch ein bisschen Stroh farmen und dann können wir unser Dach fertig bauen. Und dann sind wir ja eigentlich auch so weit. Ah, nicht in Fiumia. Also, die meine ich gar nicht vorhin, was ich gesagt habe. Ach, alles zurück. Ich behaupte das Gegenteil. So, hoffentlich brennt hier nichts ab. Wir brauchen auf alle Fälle noch ein paar mehr Dächer. Stroh haben wir aber genug jetzt. Wie viel können wir bauen? Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ich habe es ja mit dem Gewicht, ne? Ich schleppe ja wahnsinnig gerne Sachen mit mir rum. Bogen, kleines Beet. Ne, das brauchen wir nicht. Steinpfeil. Bogen und Steinpfeil ist interessant. Steinschleuder habe ich ja. So, da hinten läuft nämlich schon einer. Mio-Bären habe ich auch noch genug. So, dann brauchen wir natürlich vielleicht noch einen Sattel. Ein Sattel, ein Sattel, ein Sattel. Ich weiß gar nicht, ab 6 glaube ich, ne? Parasaurus, aber 9 brauche ich dafür. Brauche ich noch einen Stufenanstieg? Okay. Ah, gut, dann wird das noch nichts. So, dann werden wir mal gucken, wie viele Dächer wir brauchen. So, Frage ist, wollen wir mit dem Überstand arbeiten oder ohne? So ein netter Überstand? Nee, das ist aber blöd, wenn man keine Treppe oder sowas da hat, ne? Genau, dann sieht das irgendwie komisch aus. Ja, ich glaube, wir kommen nicht ganz aus mit den Dächern. Bisschen müssen wir noch bauen. Doch. Und wir haben sogar noch. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, tatsächlich. Guck mal, jetzt wird es aber auch schon ein bisschen gemütlich, ja? Ein bisschen muggelig hier. Auf alle Fälle. So, wie sieht's da aus? Fleisch haben wir schon jetzt mal ein bisschen was. Wie sieht's mit Hunger aus? Ja, wir könnten ruhig mal einen essen. Ja, vielleicht sogar zwei. Aber es sieht gut aus. So, Markus ist ganz unruhig. Oh!
So, welche Stufe? 14. Muss ich ein bisschen drauf rumkloppen? Wahrscheinlich. Nee, bleib da. Oh, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser lassen. So. Sehr gut. Guck mal. Oh. Ich weiß gar nicht. Super. Markus. Markus, wo bist du denn immer, wenn man dich braucht? Sag mal. So, ich muss mir nochmal die Bedienungsanleitung. Ah, kann man alles nicht. Doch, kann man alles einsammeln. Muss mir nochmal die. Für diese S-Plus-Mod, die muss ich mir doch tatsächlich zwischen den Folgen nochmal angucken. Guck mal, jetzt muss ich mit einmal springen hier, oder was? Vorhin ging das noch so. Ne, geht auch immer noch so. So, guck mal, das können wir dann nämlich erstmal alles reintun. Guck mal, schon Öl. Chitin, Perlen. Also scheint mir eine gute Lage zu sein. So, was wir auf alle Fälle hier schon mal reinsammeln können, ist verdorbenes Fleisch. So, also ich hätte jetzt genug Fleisch tatsächlich um... So, die machen wir mal auf die 9. Und die machen wir mal auf die 8. Da brauchen wir uns aber vielleicht, sollten wir davon gleich nochmal... Wenn es dann noch geht, vielleicht gleich nochmal eine bauen. Und vielleicht sogar nochmal eine dritte. So, Stufenanstieg haben wir auch. Inventar. So, Gewicht. Was trage ich denn noch so? Knüppel haben wir auch. So, das Dach. Können wir eigentlich rauswerfen, ne? Schmeißen wir auch weg. Es wiegt auch relativ viel, finde ich. Schmeißen wir da einfach mal hin. Irgendwann ist es weg. Ist denn dann sonst noch irgendwas, was echt viel wiegt? So, die schwarzen Beeren, die behalten wir natürlich auch. Die können wir mal schön zum verdorbenen Fleisch legen. So, die brauchen wir auch früher oder später. Ja, den ganzen Rest, also so die Sämereien und so, die können wir auch wegtun, ne? Aber die wiegen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Die können wir dann ruhig erstmal lassen. So. Ja, Trautesheim, Glück allein. Wie sieht das hier mit meinem Fleisch aus? So, ist fast fertig. Dann warte ich noch mal kurz, bis er den letzten auch noch macht. So, sehen wir zu jetzt hier. Müssen noch ein bisschen anheizen, ja? Muss die Gasleitung noch ein bisschen höher drehen. So, Markus versteckt sich immer unterm Gebäude, kann das sein? So, ich brauche auch noch ein Dodo, also zumindest für hier drin. Gut. Können wir das Feuer erstmal löschen. Und dann anmachen, wenn es nachher... Habe ich eigentlich schon eine Fackel? Nee, ah, da habe ich noch gar nicht. Fackel habe ich nämlich auch noch nicht. Klamotten habe ich noch nicht. Also da müsste ich mir natürlich auch noch ein bisschen was bauen. So, also. Ich werde jetzt tatsächlich wieder das Gewicht machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich schlau ist, aber es ist egal. So, und dann wollen wir nämlich... Einen. Aber ich brauche wahnsinnig viel Leder dafür. Oh oh. Na gut, dann hilft das nichts. Dann müssen wir auf alle Fälle noch Leder besorgen. Tut mir ja immer ein bisschen leid. Ja. Und mir scheint auch, es wird hier auch langsam, aber sicher, wird es hier dunkel. So, also den haben wir. Können wir auch noch gar nicht bauen. Den hätten wir natürlich jetzt auch gleich schon mal freischalten können. Dann, auch wenn wir ihn noch nicht bauen können. Kochtopf ist ja ganz interessant. Also das will ich auf alle Fälle schon mal freischalten. So, und dann haben wir noch ein paar Punkte über. 8 Punkte haben wir noch über. Und ich würde mal sagen, wir können uns vielleicht noch mal Hemd und Hose gönnen. Und ich weiß gar nicht, wenn wir Glück haben, können wir das sogar noch bauen. Hemd können wir noch bauen. Für die Hose reicht es dann nicht mehr. Da brauchen wir noch ein paar Fasern dafür. Die sammeln wir noch schnell. Noch ist ja nicht ganz dunkel. Noch ist es ja nicht ganz dunkel. So, dürfte mit ein bisschen Glück vielleicht sogar schon reichen. Für eine Hose. Und zwar, die geben auch viel Leder, aber ich glaube... Ich glaube, das wäre vielleicht noch ein bisschen verfrüht. So, ziehen wir an.
Guck mal, jetzt ist vielleicht auch schon gar nicht mehr ganz so kalt. So, abends wird schon noch kalt. Ne? Also die Nächte sind hier schon ganz schön kalt. Ne? Die Tage sind ganz angenehm warm, aber die Nächte, die sind schon ganz schön kalt. Da hinten könnte ich natürlich gucken, ob ich mir da noch ein bisschen Equipment besorgen kann. Aber im Dunkeln will ich da ehrlich gesagt jetzt noch nicht hin. Das muss ja auch nicht gleich am ersten Tag sein. So, liebe Leute, das soll jetzt die erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen drüber, über die neue Staffel. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.